Letzte Abenteuer beginnt echt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch so ein bisschen über meine Gegenstände sprechen, die ich bei Seven vs. Wild auf der Insel mit dabei hatte. Und ich kann schon mal so viel verraten. Ich war nicht mit allem super zufrieden und ich würde heute, glaube ich, ein, zwei Dinge ein bisschen anders machen. Und damit würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Der erste Gegenstand, mit dem wir hier starten, ist das Messer. Und wie ihr seht, das ist nicht das Messer von Anka, von Puma, was ich hier gerade in der Hand halte. Ich habe ihr das Messer nämlich schon geschliffen und sauber gemacht, wieder zurückgegeben, weil das sah echt katastrophal aus. Also es sah echt benutzt aus und ja. Heute würde ich das tatsächlich ein bisschen anders machen. Ich fand das Messer super schön, aber es ist sehr, sehr schnell stumpf geworden. Also ich konnte zum Ende hin nicht mehr richtig damit arbeiten. Das liegt daran, dass Messer verschiedene Härtegrade haben, beziehungsweise das Stahl von den Messern. Es gibt zum Beispiel 56er Härtegrad und das hat dieses Messer. Das hier zum Beispiel hat einen Härtegrad von 60. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch die höchste Stufe. Da gibt es D2-Stähle oder auch Leibner. Stahl ist tatsächlich der beste Stahl, den man haben kann, und das hat dieser hier. Das heißt, er ist hart und man kann ihn aber auch super gut selber nachschärfen. Deswegen wäre heute das hier tatsächlich meine Wahl, weil ich es super schön finde. Es sieht jetzt schon, es sieht jetzt auch tatsächlich sehr gebraucht aus, weil ich es natürlich auch benutze. Es kann super gut spalten. Ich finde es schön, es hat eine coole Spitze und ja. Das wäre sozusagen heute meine Wahl, wenn ich noch mal auf eine tropische Insel gehen würde. Vielleicht würde ich mich auch für noch ein größeres. Also es gibt diese Messer auch noch in Nummer größer. Vielleicht würde ich mich auch dafür dann entscheiden. Der nächste Gegenstand, für den ich mich entschieden hatte, war meine Säge. Und zwar ist das eine ziemlich große Säge. Die sieht auch mittlerweile echt ganz schön ja, gebraucht aus, ist halt hier schon so ein bisschen rostig. Sie hat aber ihren Dienst getan und ich habe sie geliebt. Ich hatte natürlich vor, super viel zu bauen. Aber ich war super froh, dass ich die habe, weil ich damit echt viel machen konnte. Ich konnte mir das Holz zurechtsägen, wie ich es wollte, und das ging super einfach. Deswegen ist das tatsächlich ein Gegenstand, den ich auch genau so nochmal mitnehmen würde. Ich habe in meinem Gegenstandsvideo ja gesagt, dass ich eine Challenge wollte. Also ich wollte es mir ja nicht zu einfach machen. Und natürlich hätte ich mich für eine Hängematte entscheiden können. Das wäre sicherlich ein bisschen einfacher gewesen, weil ich hätte mich eigentlich überall hinlegen können. Ich wäre erhöht gewesen. Ich wollte das aber nicht. Beim Thema Internet surfen ist es mir aber super wichtig, dass ich sicher surfen kann und dass ich anonym surfen kann. Und deshalb stelle ich euch heute NordVPN vor. Sicheres Surfen ist super wichtig und deshalb nutze ich auch privat NordVPN. NordVPN verschlüsselt eure IP-Adresse und verschleiert euren virtuellen Standort. Und was ganz cool ist, es schirmt euren Datenverkehr ab und so seid ihr vor Cyberangriffen super geschützt. Und selbst wenn ihr nicht mit dem VPN-Client verbunden seid, dann könnt ihr trotzdem sicher im Internet surfen. Das ist am Ende des Tages auch ganz einfach. Ich habe hier die App und da klicke ich drauf, dann kann ich auf Server verbinden gehen und damit lockt er mich jetzt sozusagen zum Beispiel ins deutsche Netz ein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin, dann kann ich mir trotzdem die Videos angucken, die vielleicht in diesem Land gesperrt sind, weil er jetzt vorgaukelt, dass ich halt in Deutschland bin. Und genau, deshalb kann ich mir jetzt alle Videos, alle Serien, alles, was ich gucken möchte, eben trotzdem ansehen, was ich super praktisch und ja, cool finde. Ihr könnt NordVPN mit 6 Geräten über einen Account nutzen. Ihr bekommt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, falls euch das nicht überzeugt oder nicht gefällt. Und ihr bekommt, wenn ihr das über meinen Link macht, den ich euch in die Infobox packe, 4 Monate gratis dazu. Kommen wir nun zu den letzten beiden Gegenständen, und zwar einmal mein Feuerstahl und mein Topf. Der Feuerstahl, die orange Farbe war super. Ich habe meinen Feuerstahl beim Drehen einfach irgendwo hingeknallt oder auf den Boden. Und gerade weil ich auch relativ große Steine habe, ist es immer schön in die Lücken gefallen. Und deshalb fand ich es total cool, dass er orange war, weil ich ihn sehr schnell wiedergefunden habe. Ich mag die Feuerstähle von Light No Fire sowieso super gerne, ja, weil sie einfach super gut funktionieren. Heiße Funken machen, viele Funken machen, dolle Funken machen. Deswegen war ich mit dem Feuerstahl an sich super zufrieden. Bei dem Topf war ich auch zufrieden, allerdings die Fälle, wo ich dachte, dass ich den Topf benötigen werde, sind gar nicht eingetroffen. Also ich habe ihn weder zum Sammeln benötigt, also ich habe nichts gehabt, wo ich jetzt irgendwie mal was reingesammelt habe, und ich brauchte ihn auch nicht zum Regenwasser auffangen. Also es hat sich letztendlich so ein bisschen anders auf der Insel rausgestellt, und warum ich den Topf eigentlich mitgenommen habe, war ja, dass ich nicht wusste, ob ich eine Süßwasserquelle habe. Und
Die hatte ich, deswegen habe ich ihn sozusagen nicht gebraucht. Ich wollte ja einfach noch eine zusätzliche Option haben, dass ich im Notfall auch Wasser destillieren kann. Genau, das war jetzt nicht der Fall. Destillieren kann ich nur, wenn ich Feuer mache. Und es haben viele vorher schon vermutet, es war nicht leicht, Feuer zu machen, weil es hat geregnet, es war alles nass, es ist auch nicht wirklich getrocknet. Ich habe es zwar hinbekommen, aber Feuer machen, um mir Wasser zu destillieren, das ist schon echt schwierig und das ist auch nie du hast halt auch nie die Sicherheit, dass das Feuer wirklich angeht. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mich beim nächsten Mal für einen Wasserfilter entscheiden. Und zwar würde ich wie die anderen Teilnehmer auch mich für den Grill-Wasserfilter entscheiden, weil der super easy geht, der funktioniert, der filtert wirklich alles raus, was rausgefiltert werden muss. Und ich würde einfach das Risiko eingehen, dass ich eine Süßwasserquelle habe. Also wenn man keine hat, ist schwierig, weil es kein Salzwasser zu Süßwasser macht. Das würde man eben beim Destillieren mit dem Topf hinbekommen, aber das ist schon echt kompliziert und schwer und viel Aufwand, viel Energie, Holz sammeln und so weiter. Deswegen wäre das definitiv eine energiesparende Variante gewesen. Das heißt, ich hätte das hier auf jeden Fall anders gemacht. Für welche Gegenstände hätte ich mich jetzt final entschieden? Für diese vier. Also ich hätte doch, glaube ich, 50%, eigentlich sogar mehr als 50% ausgetauscht, wenn man jetzt mal das Messer austauscht. Ich hätte mich für einen Wasserfilter entschieden. Ich hätte definitiv eine Hängematte mitgenommen, weil sie mich vom Boden wegholt und ich mich überall hinlegen kann, wo ich möchte. Ich kann meinen Platz mal wechseln. Ich bin geschützt vor Tieren. Ich würde eine ohne Moskitoschutz nehmen, weil ich habe ja nur vier Gegenstände leider. Ich hätte mich wieder für eine Säge entschieden, weil es einfach eine super energiesparende Variante war, um an Materialien zu kommen, um vielleicht auch ein Feuerholz zu bekommen. Ich hätte mich gegen ein Feuer entschieden, tatsächlich, weil ich es nicht gebraucht habe. Also es war das erste Feuer, was ich hatte, war ein Gemütlichkeits-Luxusfeuer. Genau, und ein Messer, wo ich auf jeden Fall eins mit D2-Stahl oder Sleipner-Stahl benutzen würde. Wie gesagt, vielleicht eine Variante größer, vielleicht auch eine Kukri, aber auf jeden Fall ein besserer Stahl, der einfach länger hält und nicht so schnell stumpf wird. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Das wären meine finalen vier Gegenstände. Ich wäre damit, glaube ich, sehr, sehr happy und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Nachmittag und damit bis zum nächsten Video. Küsschen aufs Nüsschen, bye bye.